In Italien sind innerhalb von 24 Stunden 793 Menschen an Covid-19 gestorben. Das gaben die Behörden am Samstagabend bekannt. Damit hat sich die Zahl der Toten in dem Land auf 4.825 erhöht. Viele gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und nehmen an, dass es viele weitere Tote gibt, die mittelbar oder unmittelbar mit der Coronavirus-Pandemie in Zusammenhang stehen. Es gibt da einen großen Unterschied, meint der Bürgermeister von Bergamo. Da ist die Erfahrung so vieler Familien, die ältere Angehörige haben, die entweder zu Hause oder in Pflegeheimen sterben. Es gibt viele Menschen, die an dem Virus sterben. Ich sage das, weil die hauptsächliche Todesursache eine Lungenentzündung ist und viele Menschen deshalb nicht als Opfer des Virus gezählt werden. Denn diese älteren Menschen wurden vor oder nach ihrem Tod nicht darauf getestet. Vittime del virus, perché nessuno mai ha fatto un tampone. In dieser Zeitung, die in Bergamo erscheint, gibt es seitenweise Traueranzeigen. Mehr als 240 Bürgermeister von Gemeinden rund um die Großstadt forderten die Regierung in einem Schreiben auf, die Abriegelungsmaßnahmen noch zu verschärfen. Dies sei die einzige Lösung, um die Zahl der Neuansteckungen zu verringern. Mittlerweile haben sich mehr als 53.500 Menschen in Italien angesteckt.